Racing Action Uhrenzweiler 2024. Neben mir steht Dylan Pereira, eigentlich der Mr. Porsche. Anfang am Motorsport, die waren am Karting. Wie alt warst du denn da? Am Karting habe ich angefangen, wo ich 4 Jahre alt war. Ich bin erst 2001, weil ich glaube, ich dann im Karting gefahren bin. Und darauf sind immer mehr. Und 2007 halt Menge ich Kurse. Denke ich auch Kurs und du bist dann VW Golf für Polen, die dann eine Woche eigentlich ein bisschen mehr Europa, also weltweit operiert. Eigentlich den Porsche-Kurs hast in Amerika, in Texas eigentlich 2015, kann das sein? Genau, ja, also ich bin dann 2013, 2014 sind ich VW Golf Cup gefahren, in Polen an der Region da. Und voilà, da sind ich dann auch der zweite Jahr, Vizemeister gehen. Und darauf sind ich gesagt, Ende vom Jahr, okay, kann ich probieren, am Porsche Cup da ein paar Mal zu probieren, wie da ausgesehen. Und dann sind ich dann zu Texas Ende 2015 gefahren, für dann voilà, zu gucken, okay, kann ich das, da kannst du mitteilen oder nicht? Ja, du kannst es. Das haben wir ja gemerkt, natürlich, du bist schon ein paar Mal, also ein paar Jahre, bist du Porsche Carrera Cup Deutschland gefahren, du bist Porsche Super Cup gefahren, den vierlebig den Höhepunkt von deiner Karriere, der war 2022, Wanke vom Porsche Supercup, natürlich die Cup geht weltweit ausgedroht. Wie ist es da noch weitergegangen, natürlich 2023, erzähl uns ein bisschen, du hast da ein super Victoire gemäht gehabt und einen Exkurs von der 24 Stunden von Le Mans. Ja, also grundsätzlich, ja, also viele Jahre Porsche Cup gefahren, meine ganze Erfahrung da gesammelt, meine ganzen Skills sozusagen da abgebaut. 2020 schon Vizemeister in Deutschland an am Supercup gehen, dann 22, wie es schon gesagt wurde, 22 dann Meister gehen am Porsche Supercup, ein von den Highlights von meiner Karriere bis low. Dann 23 da an der Weltmeisterschaft von der GT rüber gesprungen. Und auch viele Nürburgring gemacht, weil doch da mit der Experienz sammeln. Und dann war, wie ich auch eigentlich schon gesagt habe, sind ich ein Kerl zurück auf den Cup gegangen für Le Mans, am Porsche Le Mans Cup zu fahren. Und darauf sind und ich dann am selben Weg ungefähr 24 Stunden Le Mans und ich dann den Kurs auch gewonnen. Mit den Kurs hat er etwas von den Retombées Mediatik hat er etwas bräuchte, fand am Zusammenhang mit weiteren Verhandlungen für weitere Saison zu machen. Hast du etwas hofft geblieben bei den Teamchefs? Also, man schwer zu sagen. Ich meine, die Leute gesehen, dass auch wenn ich die ganze Saison nicht am Porsche Cup wirklich 100% tätig war, ich war hier irgendwo mal am Coaching und so weiter, das hat schon geholfen, dass ich dann aber dranbleibe am Porsche Cup. Wir sind ja gesehen, dass ich das aber kann und vielleicht hat das ein bisschen geholfen, vielleicht für dieses Jahr meinen Plan abzumachen. Ich weiß es nicht genau, das ist immer schwer zu sagen. Aber definitiv, also alles, was du gewöhnt, alles, was ein Großkurs dabei war, ein guter dabei war, so man so, das hilft immer weiter. Du hast ein Wort gebraucht, kannst du das vielleicht ein bisschen definieren? Coaching, was bedeutet das überhaupt? Coaching ist grundsätzlich, war ich in dem Sinne, wie ich so viel Runde ganz am Anfang gesagt habe, Porsche-Meister, so mal so, den, der Porsche gut auskennt, Porsche Cup, und darauf sind, wissen die Leute doch, und sie wollen halt vom Besten oder von den besten Leuten lehren, und darauf sind, Freunde rufen sie mal an, und ich freue mich, dass ich auf der Strecke kann, für ihnen halt beizubringen, sozusagen, wie mit dem Auto soll umgehen oder was er muss machen, für halt schnell zu sein. Natürlich, du musst beim Setup dabei, bei der Sprechung, wie das Auto muss gestellt gehen oder wie den Chauffeur überhaupt mit seinen Linien fahren und so. Geht das so weit? Oder geht das sogar mit, mental abbauen? Denk das ist ja schon eine Stresssituation. Ja, das ist ein bisschen mal anders. Ich denke nur, was gefragt wird von den Leuten. Ich meine, oft wird gefragt, ist der Fuhrer selber, mich schnell zu meinen, oft sind doch mehr Gentlemen-Fuhrer, sind immer so mehr Ela-Leute, wo Lore ist angefangen mit Fuhren, mit 40, 50, 60 Jahren. Und die wollen dann halt aber noch besser gehen und gucken, dass der einerseits das besser geht, das andererseits auch mehr safe fahren, weil oft fahren wir ja auch die Trajektoire, weil der die schnell sind, dann noch ein Stück, wo ein bisschen Grip wird, wo dann noch mehr safe ist. Ne? Das, dann hast du auch Jungpiloten, die du hinten dann beibringst, weil er wie ein Auto erstellt, wie ein Hin erstellt, weil ich kann nichts anderes für mich hin, also was du musst machen. Und dann noch da Trajektoire, Bremspunkte, hier und da, was genau, was du musst, kann er gestaltet gehen, was auch
oder was man kann machen, für halt schnell zu sehen. Und dann verschiedene Sachen, das ist Loh, Hundestür, Managen, Fuhrer, wo ich auch coachen. Das ist meine zwei Sachen, die man nehmen. Und da ist dann auch mit Abgraf Sachen, Kontrakte machen, hinein beweisen, wie viel dann auch da auf der Strecke. Und dann auch darauf sind auch mentalisch vorbereitet für Sachen, wo kommen. Das ist schon etwas von Lugeruf geht und geht ihn einfach gefragt, kannst du mich coachen kommen? Das ist den Victor an den Porsche Supercup, als die Visitenkarte für dich, dass im Prinzip ein Erbestimmung gelegt gehen, für zu machen. Ja, genau, also das hat definitiv Porsche Supercup da viel geholfen, dass die Leute rund um die Welt mich halt kennen und auch dann dementsprechend einen Anruf für hinten halt beizubringen, wie schnell das sozusagen. Ja, du fährst Sprintcup, Sprintkursen, du fährst auch Endurancekursen, ich bin für sich da anzustellen, und da könnte man gerne sagen dabei, dass du fährst auch mehr verschiedene Autos pro Jahr. Wie ist denn Switch von dem engen Auto oder von der engen Serie auf der Rande? Wie kriegst du das hin? Ja, also ich war GT World Challenge Endurance als Sprint, also die Weltmeisterschaft an der GT am Endurance und am Sprintbereich. Da vorhin schon, wie du bei mir gesagt hast, bei einem Audi, weil da ist ein Audi GT3, was dann ein ganz, ganz anderer Klasse als wie der Cup GT3, sagen wir so. Yeah. Das gibt noch Porsche, wo dann selber ist wie genau die GT3, wo selber Klasse ist, yeah. Wo dann ähnlich fährt, wo man ein bisschen anders ist, aber dann auf dieselbe Schnelligkeit geht, auf dieselbe Zeiten auf der Strecke fahren. Das sind halt Männer umständlich, es ist zu wechseln, aber Porsche gab es dann auch am Audi ABS, mm. Beim Audi Asmat ABS. Das ist ja schon mehr kompliziert, sich da umzustellen. Ich meine, ich bin mir da bewusst, und ich meine, ich muss mich mental darauf vorbereiten, dass ich da direkt umschalten kann. Und dann war da schon nicht so viel Zeit. Ich meine, 2x30 Minuten Training in einer Cup-Auto-Klasse. Und da muss ich halt an den engen Stunden muss ich halt gucken, dass ich so gut wie möglich performen kann. Wie können Sie überhaupt für? Natürlich, du kannst von Lützburg. Klein Lützburg, du warst an der großen Welt von Motorsport in der W. Natürlich, wenn du da hinkommst, gehst du von leider kommt. Porsche Supercup Champion 2022 oder was du da in der Nobody, die Banker, wie schnell vor Kaviar gut in die Erne. Wie muss ich sich das vorstellen? Das ist ein riesengroßes Welt, wo du dich bewegst. Ich meine, alles, was du am Porsche Cup musst, ich meine, die Leute, die da beschäftigt sind am Porsche Cup, die kennen das sowieso. Ich meine, das ist nur so lange hier, 22, wo ich mich da gesehen habe, definitiv die Leute kennen mich und wissen auch, was ich kann. Außerhalb vom Porsche Cup ist das ein bisschen kompliziert. Die verfolgen das nicht so viel. Das heißt, da musst du dich immer ein bisschen beweisen. Das ist mal, man ist immer meistens fest raus, weiß, okay, was du kannst, und dann wissen sie, dass du auch schon eine gute Pilot bist. Das ist die vierte Reise und da wissen sie, dass du da bist. Plus minus, ja, wenn du das so kannst. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du an die Endurance fährst, ne, das ist ja Teamsport. Ne? So wie ich die Resultate geguckt habe, bist du im Prinzip dann immer von denen, die drei Fuhrer, die auf dem Auto gemeldet sind, bist du immer der Schnellste. Das ist ja am Endeffekt auch die Aufgabe, der Schnellste zu sein. Für einen Anschein, die Krono zu machen und für den Auto noch vier zu bringen. Wenn du aber gesagt hast, dass die Teampartner aber nicht so schnell sind, wie geht denn da mal drin? Meistens muss ich wissen, dass das halt pro Kategorie muss ich gucken. Ich meine, das ist halt Klasse, wo halt ein selbiger Kursfahrer, wo einfach drei Profifahrer drauf sind, oder drei muss ihr fahren, so wie ich es immer so, wo dann noch vier. Und eine Klasse, wo ich fahre, wo dann halt nach einem Amateur dabei ist, also ein Gentleman oder mit mir, wo gerade angefangen hat mit Motorsport, wo dabei ist, wo halt finanziell mäßig geht, wird dann alles da bezahlt. Und dann ist danach ein Semi-Pro, wo so gute Junge fahren, wo Ball. Profi aus meistens, wo noch dabei fallen. Und wenn das öfters mal normal, dass ich eben die Schnellste bei mir im Auto sind, und dann ob die Resultate hier können wir einen Schuss auf Klasse fahren, was normal ist, weil die anderen sind automatisch mehr los wie die drei Profien im Auto. Und wenn es muss ich nicht auf Klasse gucken, dann darauf sind, da muss ich nachher gucken, dass sie noch, wenn sie die Schnellsten am Auto passt, gucken, dass sie mit dem Teamkollegen schwarz an hinten Hölle ist auch in dem Bereich Coach, für das sie halt mehr schnell gehen und dass sie da bessere Resultate haben. Okay, das ist schon der Teamsport. Ne? Aber natürlich, das geht ja aber schon noch appreciieren, wenn du das Resultat guckst, du bist nicht nur den 10, 15 Echten, merken die Leute einfach die Performance, die du auf dem Auto selber aufgeliefert hast.
Sag mal so, die Leute, die sich daran beschäftigen, wissen nicht. Mhm. So Publik, wo du ein bisschen die Zeitung guckst, dann hier und da ist mir schwer. Mhm. Weil du bist was dann 30 Stunden von 50 Stunden gehen. 50 Stunden von 80 Stunden gehen, von 80 Leuten gehen. Und dann gucken die Leute, oh ja, okay, die Nummer aus 50 Stunden gehen, das ist ja nicht gut. Ja. Wir müssen dann mehr spezifisch gucken, okay, ah, dann aber 5. in der Klasse gehen, ah, dann aber 3. in der Klasse. Und das, als was ich gucken muss, weil wir können nicht mehr schnell sein wie die ersten. Das habe ich wirklich gesagt, okay, ich muss mit 500 Pferd genauso schnell sein wie nach einer 1000 Pferd. Das geht nicht. Und das ist, da muss ich ja auch an den News, müsste das öfters mal geschrieben gehen, am Platz Titel 3. von 3. overall. Soll ich dann erst rasch schreiben, voilà, 3. An seiner Klasse, dann geben die Leute, Publik hier im Land oder im Ausland auch überall mehr schnell verstehen, was der Motorsport ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich meine, wenn ich das ein bisschen rasch schaffe, dann ist das machbar. Also die Leute, die schon an der Matte da sind, besonders die Teams schaffen, die können das natürlich dann auch schon interpretieren. Gut, das ist dann die rausgewichten, der eine, das ist eben der Porsche Cup, Carrera Cup, der Porsche Sports Cup, der Porsche Super Cup, das sind alles Sprintkursen, das ist ein ganz andere Hausnummer. Natürlich, da musst du direkt auf den Punkt musst du da sein. Genau, weil wir noch GT World Challenge Sprint, weil ja. Das noch ein bisschen anders ist. Das ist dann Qualifying vor nicht Samstag und dann noch der Rennstart Samstag und dann überholt den Amateurfahrer die letzten 20 Minuten. Und dann den nächsten Tag für T-Qualifying der Start und nicht die letzten 40 Minuten. Natürlich, da ist auch so ein kleiner Sprint, so wie GT Masters oder DTM, ja. Du das halt wirst. Und dann der nächste Karriere, wie ich schon gesagt habe, das ist dann noch ganz anders. Du bist ganz allein, so wie auf der DTM. Es ist halt ein oder zwei Kursen, die noch weh werden, das Championat mit Karriere. Ich habe ja also nur zwei Kursen. Du musst der schnellsten, zweitschnellsten, so wie zählt, am Qualifying für den Part vom ersten und den Part von der zweiten Kurs zu definieren. Und auch von da hier muss ich dann einfach liefern. Ich meine, du bist allein am Auto, du musst halt gucken, dass du. Dass dementsprechend dein Auto gut ausstellst, dass du halt schnell bist und dass du da dann einfach performst. Ne? Ja, natürlich, du warst von der rechten Sekunde bis zum Fandel, von der rechten Sekunde, von dem Warm-up, vom freien Training, warst du wirklich voll fokussiert. Natürlich, du kannst einfach nicht mehr rundherum gucken, so wie an der Endurance, was du kannst mal etwas mehr entspannen. Natürlich, du warst immer zack, top. Ja, also definitiv. Ich meine, du musst halt performen direkt. Ich meine, freien Training ist auch schon, wie ich oft schon mal gesehen, dass man Qualifying nicht konnte vor, wenn es im Rennen oder wenn es irgendetwas hat aufgesprungen. Ich muss einfach von Anfang an so schnell wie möglich fahren, für dass du einfach auch da am freien Training 2 zum Beispiel erste Bass, falls Qualifying aufgesucht wird, dass er aber dann Pole Position hast an der echten Kurs. Also ich muss permanent, wenn es raus ist, muss er 100% liefern, wenn nicht sogar 100% wenn muss sein, für dass du einfach mal 4 Bass dann alles aus dem Auto raus ist, für auch die Limit vom Auto kennenzulernen, für dass du den auch kannst, dann dementsprechend besser ausstellen, für nach mir schnell zu sein. Okay, gut. Kommen wir noch mal ein bisschen auf die Saison 2024. Was hast du für das Jahr im Schirm alles? Ja, das ist ja, wie ich schon erklärt habe, steht die World Challenge Endurance und Sprint im Programm plus Porsche Carrera Cup Asia. Voilà, was Ziel ist, ist eigentlich klar. Ich meine, am Asien, am Porsche Cup, da ist das Ziel, mit Meisterschaft zu kämpfen, an einem GT World Challenge einfach gucken, wenn ich am Auto sind, zumindest so schnell zu sein wie all die anderen Wirksfahrer, für da halt an der Plattform dabei zu sein, wo all die Wirksteams da sind, wo all die Wirksteams schaffen oder respektive die Motorsport schaffen von den Wirker da sind, für es einen zu beweisen, okay, du bist schnell, und auch mit ihnen dann zu schwätzen, für das einfach mein Drama in Erfüllung geht, dann an dem Sinne Wirksfahrer zu gehen. Erzähl mal noch, wie für Lützeburg und Asien Porsche fahren könnt. Wie hast du auf den Jobmärksam gemäht gehen? Hast du ein bisschen Pistonäheit gefunden? Oder wie ist das überhaupt zustande gekommen? Gut, in Asien müssen Sie nicht unbedingt wissen, dass Lützeburg in Dill Pereira wohnt, den Supercup-Champion ist. Ja, wir haben einen chinesischen Ambassador, das läuft schon. Nein, grundsätzlich ist das ist grundsätzlich so, das ist alles über Connections. Natürlich muss immer gucken, dass du den Connections abbaust, so wie du wenn nicht auch GT World Challenge da, weil die Motorsportchefen da sind. Natürlich können dann die Verbindung mit denen, du kannst mit denen schwätzen, du hast dann einen Cup von denen Leuten. Und so war es auch bei Porsche gewesen. Ich meine, 2022 sind ich mich da gehen, sie kennen mich. Von daher immer löse, auch mit denen in Kontakt gehen. Und dann, ja, leider konnten sie nach KWX vor einem Kontrakt gehen. Mehr darauf sind, sie wissen sie auch, was läuft rund um die Welt, wo sie nach
Fuhrer brauchen an einem da und dann haben sie mir den Platz halt proposiert oder den Team mich proposiert und in der Option hat den Team mich dann angerufen und wo man dann alles finalisiert, dann diskutiert, wie man das zusammen können machen. Das ist Porsche Sport, aber du schon ein Wort mitgeschwert, für das du kannst an Nase Fuhrer gehen. Ja, liege zu Porsche, ganz liege, also das einfach mal aufmerksam gehen, also nicht, dass Porsche selber finanziell hilft oder so, oder nein, dass Porsche da selber dahin, dass wir sind einfach den Kontakt mal weitergelöscht, für dass du kann das mal machen. Ja, das ist schon ein gutes Zeichen. Das kannst du noch nicht etwas für dem Team so, wirst du an Asien fährst. Ja, das Team an Asien heißt Phantom Global Racing, das ist der, wo ein Team operiert, immer so, dass ein Team, wo ein Auto operiert, immer so. Den Team Num, wo ich werde fahren, das Team Shanghai bei Honda oder Team Shanghai Honda BVT, so ist so das größte Nummer. Grundsätzlich ist das der Nummer, das eigentlich Phantom Global Racing, wo den Team, wo den Auto aussetzt an Honda, bei der großen Autobranche oder großen Autos Werkstatt sozusagen, also Autohaus an China aus, wo den Auto zur Verfügung stellt, oder respektive ein Auto selber kauft und dann dem Team zur Verfügung stellt, für das ist der Nummer davon. Okay, natürlich hast du schon einen so Kontakt mit dem Team oder bist du schon im Auto gefahren, weißt du schon zu Testfahrt in der Rover? Ja, ich war auf 2 Wochen zu Shanghai, da sind ich gefahren. Sind offiziell testisch gewesen und du war auch Team und wirklich guten Job gemacht. Ich war auch am Schluss in 2. Ich war auch die schnellsten. Von daher muss man gucken, dass das so weitergeht und dass wir am Ende schon ganz oben stehen. Ja, das wird natürlich gut zu hoffen. Vielen Dank für das Gespräch. Merci dir. Ja, merci.